Let's Play Outriders. Ja, die ersten zwei Folgen, ja, die waren schon ziemlich intensiv, auch wenn es eigentlich so, ich würde sagen, nur das Intro war, ne, der Epilog. Und aber ich muss sagen, das Spiel sieht gut aus und wir standen ja davor, welche Klassifizierung, welchen Pfad wir folgen wollen. Und genau dort steigen wir ein. Ich habe mich entschieden und wie es weitergeht im Let's Play, seht ihr gleich nach diesem Intro hier. Natürlich geht es weiter. Nicht vergessen, wenn es euch gefällt, was ihr hier seht, dann lasst doch ein Like da. Würde natürlich dem Kanal helfen, wieder in die Gänge zu kommen. Und ja, wäre cool, wenn das Ganze auch bei euch ankommt. Und lasst mich doch wissen, was ihr so denkt und wie ihr selbst das Spiel findet, unten in den Kommentaren. In diesem Sinne, weiterhin viel Spaß mit Let's Play Outriders. So, die Stimme aus dem Off ist wieder hier. Und wie gesagt, ich habe mich entschieden. Jawohl. Es wird nicht der Verwüster, nein, es wird ein Technomant. Ich kann noch mal kurz sagen, was der alles kann. Manipuliere die Anomalie. Und ich denke, die Anomalie, die wird, spielbestimmend. Um die geht es ja, was das für eine Anomalie ist und alles. Und darum habe ich mir überlegt, komm, wir spielen eine Klasse, die Anomalie zu seinen Gunsten nutzen kann. Und ja, ich hoffe, die Klasse gefällt mir. Sonst wird es schwierig. Aber wir finden es raus. Also, diesem Pfad folgen. Pfad wählen. Bist du sicher, dass du Technomant sein willst? Du kannst deinen gewählten Pfad später nicht mehr ändern. Ja, genau, davor habe ich eben Angst. Aber, jawohl, wir sind uns sicher. Sieht doch gut aus. Wir sind ja im Niemandsland, ne? Kein Blut? Nope. Okay. Welcome to the world. Da denkt sich wohl, was für einen Trip bin ich hier? Tagebuchnotiz freigeschaltet. Charles Maxwell. Erreiche die andere Seite des Schlachtfeldes. Okay. Oh, wir haben jetzt noch hier irgendwas bekommen. Niemandsland, Rainer. Ja, wir haben sehr viele Tagebuchnotizen freigeschaltet. Left Bumper. Was macht das? Ich muss hier verschwinden. Als Technomant entziehst du deinen Gegner jedes Mal, wenn du Schaden verursachst, etwas Leben und heilst dich so selbst. Das ist die effizienteste Methode im Kampf, Leben wiederherzustellen. Okay. Jetzt weiß ich nicht, kann ich da. Da steht jetzt irgendwie. Ah, Moment, ich kann ja. Wie kann ich ins Inventar? So. Fähigkeiten. Ah, Schrottsplitter. Feldzeug. Unterbrechen. Okay. Wirf eine Annäherungsmine. Die Explosion fügt Gegnern mit Explosionsradius 85 Schaden zu. Und dann bin. Ah, okay. Aha. Was haben wir denn? Das zeigt es mir noch nicht an. Okay. Fähigkeit, bla bla bla. Mm-mm. Ah, hier sieht man noch ein Video. Ah, das kann ich. Okay. Klick. Boom! Aha, gut. Klasse. Wow. Okay. Holy shit. Okay. Klassenanzeige. Hier kannst du Klassenpunkte nutzen, um deinen Charakter zu verbessern. Nach Erreichen bestimmter Charakterstufen erhältst du mehr Punkte.
Okay, das ist also unser Pfad. Wir können Richtung Pesthauch, Tech-Schamane oder Zerstörer. Pesthauch sieht geil aus. Ah, ich liebe dieses Spiel. Kampf. 0 von 91, Fortschritt 0 von 70, Jagd 0 von 48, Teamwork 0 von 17, Gegenstandverwaltung 0 von 2, naja, okay, nichts. Auszeichnungen. Schließe bestimmte Aufgaben ab, um höhere Auszeichnungsstufen zu erreichen und kosmetische Gegenstände wie Emotes und Banneranpassungen freizuschalten. Okay. Nun denn, Anpassungsmenü. Ah. Bürde des Nihilisten. Verleihen als Teil des Heils Hells Rangers Inhaltspaket. Okay. Ah. Wow. Okay. Emotes. Aha. Ah, da kann ich Zustand. Zerschlissen. Ja, Mann, so muss das. Gibt's da auch noch. Ah, da gibt's. Nein. Da gibt's noch die. Ah, die Bemalung. Oh, das ist geil. Nein. Ja, wir können natürlich auch dieses Grün nehmen. Komm. Und Rahmenfarbe. Aha. Oder wir machen das so und machen das so. Ja, Mann, das sieht besser aus. Siegel. Ah, da haben wir erst eines freigeschaltet, ja? Ja. Gut, also, zurück zum Spiel. Wir wollen ja spielen. Also, erreiche die andere Seite des Schlachtfeldes. Gut, die Mine, die sitzt hier. Macht die was? Die macht mir nichts. Aha. Ich muss durch dieses Drecksloch durch. Was auch immer passiert. Ich gehöre nicht auf diese Seite. Ja. Ah. Oh. Ja, geh doch in Deckung. Meine Fresse. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Ah, noch nicht bereit, hä? Ah, dich habe ich erwischt. Was ist denn B? Ah. Gut, das ist nicht gut. Ah, da muss ich die Granate raufwerfen, ne? Wäre wohl das Beste, wenn ich da eine Granate hochschmeiße. Gut, versuchen wir gleich. Ja, wie jetzt? Das war jetzt eher schlecht geworfen, weil... Gut. Einer weniger. Headshot. Aber wenn ich länger drauf bleibe. Ah. Wo habe ich die jetzt hingeworfen? Keiner weiß es. Da drüben hat es eine Kiste. Die will ich holen. Aha, das ist nur Munition. Ah, da ist die Granate. Halt auf,
Oh yeah, baby. Von mir weg? Okay. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ah, jetzt habe ich eine Sniper-Waffe. Wow. Ja, Mann. Reload. Da war doch irgendwo noch einer. Aha, so funktioniert das. Oh oh. Oh oh. Ja, Vollidiot. Der hat sich mit seiner eigenen Granate getötet. Sozusagen. Ja, komm. Hosen des Vagabunden. Zeig dich. Show me your head. Ist da einer? Ah, da ist einer. Da ist noch irgendwo einer. Okay. Die sieht man sehr schlecht da. Ah, komm. Zeig dich. Das ist ja seine alte Dragunov oder so. Ne, sieht eher aus wie eine Kaliber 50. Oh oh. Ah, so ist gut. One shot. One shot. One shot. Dieses Flackern, dieser Sturm, das habe ich schon mal gesehen. Im Wald, als wir gelandet sind. Ja. Gut, wir haben doch irgendwas Neues aufgelesen. Ah, die hat er bereits angezogen. Hosen und Schuhe. Ich bin jetzt nicht mehr barfuß. Alles auflesen. Oh, oh. Wo? Rostig. Auch noch eine Kiste. Das ist auch eine Munitionskiste. Okay, es hat sehr viele Munitionskisten hier, ne? Show me! Oh oh. Wo war denn noch einer? Da ist immer noch einer. Links von mir ist noch einer. Ja, das ist halt, wenn du hinter der Deckung bist. Das Spiel hat ein bisschen was von Gears of War. Also zumindest was hat das Deckungsspiel an. Ich kann. Doch, doch. This is real. Oh, das ist ein Elite-Gegner.
Oh oh. Ah! Lauf! Scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist ein Tank. Ja, ich denke, ich müsste mal in Deckung gehen, ne? Vielleicht mit dem Sniper. Ja, Mann. Oh, Stufe 3. Gefriergeschütz. Plus 11 Anomaliekraft. Maximusli. Neue Fähigkeit. Gefrierschütz. Das ist dieses hier. Okay. Ha. Lustig. Das kann also, so wie es aussieht, die Gegner einfrieren, sprich verlangsamen. Ja, das wäre jetzt vielleicht gar nicht mal das Dümmste gewesen. Schließen. Wo geht's lang? Aber Loot hatten die guten Jungs jetzt nicht dabei. Moment, vielleicht da drüben? Nein, nur Munition. Oh-oh. Blutbad. Ah, Mission abgeschlossen. Holy shit. Ich will den Sturm in deinem Blut. Du stinkst nach Ether. Wesen wie du sind Abscheulichkeiten. Wer zur Hölle bist du? Outrider. Unmöglich. Du willst antworten. Egal, was du früher warst, jetzt bist du etwas Neues. Ein zweites Leben. Verstände es nicht. Wer war das? Lord Seth. Er ist verändert. Ich bin ein kleiner Mann. Kleiner Mann. Verändert? Was soll das heißen? Du weißt nicht, was du bist. Wo hast du die Uniform geklaut? Hab ich nicht, ist meine. Ja? Wenn du echt ein Outrider bist, kämpfst du auf der falschen Seite. Ha? Was redest du da, Mann? Ja, ja. Der Grand Marshal erklärt's dir. Komm. Okay. Sehr verwirrend, das Ganze, ne? Irgendwie sehr verwirrend. Wir scheinen in einer Stadt zu sein. Dann tut, was ihr tun müsst, Lieutenant. Oh la la! Oh, das ist doch. Shira. Du lebst noch. Du klingst ja fast enttäuscht. Du warst bei denen. Hast du Informationen? Du willst mich doch verarschen, oder? Ich muss einen Krieg gewinnen. Du hilfst mir oder gehst zurück in den Kälteschlaf. Warte. Ich bin gerade in Matsch und Scheiße aufgewacht. Ich habe wer weiß wie lange geschlafen. 31 Jahre. Seit 31 Jahren sehe ich die Leute kämpfen und sterben, während du gemütlich geschlafen hast. Entschuldige also, dass ich keine Willkommensparty schmeiße. Du bist alt geworden. Was ist mit dir passiert? Die Anomalie. Das ist passiert. Du meinst den Sturm? Wir haben gesagt, sie sollen nicht landen. Alles, was fortschrittlicher als ein Dieselmotor war, wurde zu Schrott. Alle Daten gelöscht. Kein Internet. Keine Landwirtschaft, keine Medikamente. Es ist wieder so, wie es auf der Erde war. Wir töten uns gegenseitig für das Wenige, was übrig ist. Warum seid ihr nicht woanders hin? Die Outriders hätten... Die Outriders sind tot. Was? Die Anomalie hält uns in diesem Scheißtal fest. Wir können nirgendwo hin. Verstehst du nicht, oder? Denkst du, du träumst? Das ist real. Glaub mir, verdammt real. Ob's dir gefällt oder nicht, du steckst hier fest in Matsch und Scheiße. Wie der Rest von uns.
Du hättest nie aufwachen sollen. Alles hier verpassen, was? Grand Marshal, wir kamen zu spät. Die Blutwunde brachte ihn in den Untergrund. Tja, holt ihn zurück. Es ist unsere Seite, aber nicht unser Revier. Ich will wegen Jakob niemanden verlieren. Jakob? Er ist noch am Leben? Tja, nicht mehr lange, fürchte ich. Dann werde ich ihn suchen. Bam? Vergiss es. Wird schon erledigt. Aha! Ja, erstmal dehnen, ne? Wir müssen ein bisschen dehnen und so. Schauen. Oh, okay. Was ist das? Feldanleitung. Weltstufe. Wenn du eine höhere Weltstufe einstellst, wird das Spiel schwieriger, aber du erhältst auch bessere Beute. Wähle eine der Weltstufenkarten mit aus, um eine oder andere Stufen anzustellen und hol dir deine Belohnungen. Aha. So, auf Weltstufe 1. Story. Gegnerische Stufe minus 2. Stufen des Beutegegenstandes minus 2. Bla bla bla. Stufen. Hä? Okay. Weltstufe Nummer 2. Gegnerstufe minus 1. Stufenlimite der ausrüstbaren Gegenstände plus 0. Modifikatorenbußen und legendäre Beutechancen 30%. Das ist noch geschlossen. Gut. Ja, dann spielen wir das auf Weltstufe 2, ne? Wow, okay, das gibt 15 verschiedene, okay. Ausrüstung, Seltenheit, legendäre Waffe, Ressourcenpackung, Titan, okay. Gut, Weltstufe 2. Ah, das können wir also hier umstellen. Also wenn es uns zu heftig wird, uns Schmalspur-Piloten, dann können wir das Ganze ändern. Um das Heldenmenü zu öffnen, um das Spielmenü zu öffnen. Jawohl, das wissen wir mittlerweile. Links ist Heldenmenü. Und wir haben ja überall nur so scheiß Waffen. Bull and Eagle 73, rostig. Wir haben hier noch eine Pumpgun. Okay, Standard, blablabla. Oh, wir haben hier Hosen. Hose des Vagabunden. Und hier haben wir Hose des Vagabunden. Okay, gut. Markierung. Markierung aufheben. Okay, gut. Können wir sicher irgendwo. Ah, Missionskarte. Wow, okay. Wir sind wo? Da. Oder nicht? Du bist hier. Ah, du bist hier. Ja, okay. Können wir da auch irgendwie. Ups. Nein. Ah! Nochmal. Ich möchte nochmal auf die Karte. Kann man hier irgendwie rauszoomen? Oder so? Nope. Na gut, egal. Also gut. Auf geht's. Da war doch irgendwo ein Händler. Ah, der scheint unten zu sein. Gut, gehen wir mal runter. Hey, Shira. Ich bin soweit und gehe Jakob suchen. Wer sind denn jetzt diese Arschlöcher? Das sind Schläger, Drogenkuriere und Sklavenhändler. Nennen sich selbst Bluthunde. Niemals wird sie vermissen, wenn man ein paar Dutzend von denen absolviert. Warum hast du denn noch nichts gegen sie unternommen? Ganz ehrlich? Weil ihr Schwarzmarkt unsere Soldaten bei Laune hält. Und sie fressen wenigstens nicht ihre eigenen Kinder, wie die Rebellen, gegen die wir kämpfen. Ja, hab ein paar getroffen. Das ist anders. Okay. Schauen wir mal Gregor. Was hat Gregor zu bieten? Im Angebot. Bei Händlern kannst du Gegenstände kaufen und verkaufen. Deine aktuelle Schrottmenge, die Währung von Enoch und anderen Ressourcen findest du unten links. 50. Okay. Verkaufen. Ja, diese hier. Kann ich verkaufen? Verkaufen. Ah, gab mir 44. Jetzt habe ich 94. Wow. Was kann man denn hier kaufen? Man könnte so Helm. Okay. Kostet alles viel zu viel. Tschüss. Ich wünsche dir was. So, also, dann gehen wir doch mal Richtung. Uiuiui, Spiel zusammen. Du kannst jederzeit zwischen Einzelspieler und Coop-Modus für bis zu drei Spiele. Du kannst deine Freunde. Du kannst die Spieler. Suchstation in der Lobby. Okay. Wir versuchen es erstmal alleine, ne? Drogen oder was? Hier gibt's nichts zu
was halt nicht. Ja, ich. Aha. Lagerhaus der Bluthunde. Aha, gut, das ist jetzt so gesehen eine Art Instanz oder so. Gehen wir mal rein. Wo ist denn meine Waffe? Ich suchte Jakob Dabrowski. Verschwinde. Hör zu, Arschloch. Ich ziehe mit der Knarre hier. Direkt. Ja, was wollt ihr hier? Ratata! Oh, von hinten. Das ist aber nicht nett, Bursche. Komm in Deckung. Also das mit der Deckung, ja, da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe doch jetzt vorher irgendwas geworfen. Ja, super. Boom, wenigstens die Granate. Kann ich den... Macht's nichts. Gut, wir wechseln wieder auf die Sniper. Oh, Quickscoping. Aber, also gut, dieses Geschütz da. Ja, ich weiß nicht. Wieso? Geh doch in Deckung. Alter Schwede. Was machen die da? Was schießen die? Reload. Ah, ihr fühlt euch stark zu dritt, hä? Boom. Boom. Du noch? Ah, come on. Daneben geschossen. Jede Arena hat Ziele, die erfüllt werden müssen. Diese Ziele sind mit Symbolen auf deinem Radar eingezeichnet. Ach, das nennt man eine Radar. Nein, nicht Radar, das nennt man eine Arena. Hier ist es eine Arena, okay. Munition. Munition ist wichtig, müssen wir immer mitnehmen. Reloaden. Wenn gerade kein Krieg stattfindet, gut. Also kein Kampf. Ich brauche Loot. Gegenstand aufheben. Wieder. Kaputte Rüstung, toll. Gut. Sonst noch was zum Looten? Nein. Hä? Oha. Ah, Nahkämpfer. Okay, kommt nur. Wo sind sie? So, was wollt ihr? Oh, shit. Was war das? Holy cow. Okay. Jetzt habe ich irgend so eine Superkraft angewendet, die ich nicht weiß, was sie ist, was es war. Oh, yeah, Critic. Ja.
Aue. Da müssen wir noch mal über die Bücher, ne, mit diesen Gegnern hier. Diesen Nahkämpfern. Da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja, jetzt übertreibt's mal. Mitten in die Fresse. Oh yeah. Das ist Musik. Musik. Ja, jetzt macht mein Geschütz mal hier Sinn, ne? Aber also die Steuerung muss ich mich definitiv noch gewöhnen. Lasset uns auffüllen die Munition. Wo steckt Jakob? Ja, das kann ich dir jetzt so auch nicht sagen, wo das Jakob steckt. Aber ich denke, wir werden ihn finden. Aha. Tor ist offen. Nicht zu verwechseln mit besoffen. Oh, Loot. Give me that Loot. Oh. Oh. Grünes. Ich kann es auch gleich zerlegen, aber jetzt schauen wir mal. Die grüne Pistole habe ich jetzt aufgenommen. Markieren. Markieren. Und markiertes Zerlegen. Ah. Aha, so geht das. Okay, gut. Gibt Muttern. Keine Ahnung. Also Muttern sind ja eben dasselbe Geld, ne? Schöne Augen. Hey. Wow. Oh, das tut mir leid. Ich hab gedacht, das wäre das Damenklo. Na, wie geht's dir? Ich hatte alles unter Kontrolle. Ist lange her. Kennen wir uns? Verdammt! Ich dachte, du wärst tot. Du bist tot, wenn du dich nicht bald bei She-Ra blicken lässt. Oh, She-Ra. Na gut. Wir treffen uns da, wenn du Zeit hast. Was für ein freudiges Wiedersehen, nicht? She-Ra, ich habe Jakob rausgeholt. Er ist auf dem Weg zu dir. Der alte Penner will einfach nicht sterben. Du solltest auch herkommen, es gibt viel zu erzählen. Ja, bei lecker Bierge. Das hier ein Rückkehrpunkt. Das hier ist ein Rückkehrpunkt, mit dem du direkt zurück ins Lager oder zu einer Entdeckungsflagge, die du eingenommen hast, reisen kannst. Rückkehrpunkte können nur in einer Richtung genutzt werden. Ja, darum heißt es hier Rückkehrpunkt. Gehe ich mal davon aus. Lagerhaus, der Bluthund. Ah, da bin ich. Du bist hier. Gut. Lager. Reise wird initiiert. Bitte warten. Ja, das war's, würde ich sagen. Mit einer weiteren Folge. Ich muss mal schauen, wie sich das Ganze verhält in Zukunft mit so den Missionen und so betreffend dem Let's Play. Aber ich denke, so eine Mission sollte schon drin liegen pro Let's Play. Je nachdem werden die Let's Plays dann halt etwas länger. Aber ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Outriders. Tschüss!